Willkommen zurück, SimCity Staffel 2 bei den Spielkindern, Folge 5. Und mir sagt meine Pension Carlyle Luxury, dass ich Straßenupgrades zum Erhöhen der Dichte brauche. Und offensichtlich... Dann solltest du das wohl machen. Ist das ein guter Vorschlag, denn ich denke mal, die Häuser könnten noch höher sein, oder? Ja, dann probieren wir ja. Das doch. Also ich sehe hier gerade mir die moderne Fabrik an. Da drauf sieht man einem Schaf in einem Schaf in einem Schaf. Und ist eine mittlere Tech-3-Fabrik. Ah, schön. Also Tech-3 hast du mittlerweile auch. Genau. Das ist alles kein Problem. Wir sind hier alles... Die Prozessoren sind voll. Ich brauche, glaube ich, mehr Transporter. Bisschen mehr Infrastruktur sozusagen. Ja, aber Transporter kann ich nicht. Ich glaube, ich baue mal eine Handelszentrale. Wo bauen wir die denn hin? Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass das Aufrüsten von Straßenabschnitten richtig viel Spaß macht? Nicht? Ja. Ach, denkt euch doch was Besseres aus, Leute. Ja, ich weiß gar nicht. Das ist alles gar nicht so schön hier mit dem Platz. Das altbekannte Problem, wo stelle ich was hin, wenn man keine Ahnung hat, wo ich es hinstellen soll. Handelszentrale steht jetzt gegenüber der Prozessorfabrik. Am Rand. Mhm. Da, wo es hinpasst. Oh, die Dichte hier auf meiner Gewerbeinsel ist die Dichte schon fast bei 2. Also gleich habe ich da große Gebäude. Jetzt muss ich da nur noch irgendwie einen kleinen Park bauen oder sowas. Einen Plaza, sinnvollerweise. Sieht natürlich schicker aus. Dort, die Frage ist nur, wo stelle ich den hin? Ein Atomkraftwerk hat keine Mitarbeiter und darum wird gerade kein Strom produziert. Kannst du immer Homer Simpson und seine Leute fragen, die arbeiten ja am Atomkraftwerk. Ja. Jetzt, Gott sei Dank, das wäre sonst nämlich ziemlich kritisch geworden, weil die halbe Stadt ist nämlich schon ohne Strom, wenn ich hier mal so rüberblicken kann. Schlecht. So, ich kann jetzt hier nirgendwo mal einen Plaza hinstellen, ohne dass ich hier ein Haus abreißen muss, aber gut, das kennt man ja. Vor allem, weil hier ist halt alles frei an einer Seite, aber da darf ich nichts bauen, weil da irgendwie das Gelände zu abschüssig ist oder so ein bisschen. Aber es sieht halt optisch völlig in Ordnung aus. Das ist ein bisschen schade. Ja, das kennt man ja. Gut, dann baue ich jetzt hier an die Ecke so ein Plaza. Und die Leute freuen sich, aber nicht doll genug, finde ich. So, wie sieht denn eigentlich die Aufstiegskarte bei meinen Industriegebieten aus? Ja, nicht so doll. Freut euch mehr, los. Los, freut euch, so. Das war ein Befehl. Oh, hat das nicht beim letzten Mal nur 3000 gekostet? Was denn? Das Theaterstück im Globe Theater. Das weiß ich nicht mehr. Das hast du, glaube ich, auch gar nicht gesagt. Da warst du nur so mit dir selbst beschäftigt, glaube ich. Das ist bei mir meistens das Problem. Ich habe auch gerade so ein leichtes Feuerwehrproblem. Also ich kann dir was schicken. Nee, ach, ich baue mir jetzt selber eine. Ja, ich kann ja trotzdem was schicken. Schadet dir ja nicht. Das hat man ja schon mal. Ich habe zwei Löschfahrzeuge mit Haken. Na, dann immer her damit. Die sind jetzt alle beide zu dir. Sehr gut. Das hat man ja schon mal geklärt oder erklärt. Tatsächlich, erfahrungsgemäß, bringt das keinen Nachteil, die zu schicken, die Wagen, weil die in der eigenen Stadt nicht genau, fehlen. Die werden geklont, dupliziert, ja. Genau. So, ich. Dann kann ich dir auch meine 4 Krankenwagen schicken, sinnvollerweise. Mach das mal. Das ist sehr schön. Freue ich mich. Polizei habe ich übrigens nicht. Polizei habe ich auch nicht. Die baue ich dann gleich auch noch. Ich habe gerade auch ganz gut Geld. Bin ja ein Ölmogul mittlerweile. Also wenn du Krankenwagen zu mir schicken könntest, wäre das sicherlich auch nicht verkehrt. Ja, mache ich sofort, wenn ich die Feuerwache mal irgendwo hingesetzt habe. Das Problem ist, ich würde die gerne an der Hauptstraße setzen. Das macht ja Sinn, dann kommt die schneller voran, die Feuerwehrautos. Ja. Aber ja. Ich habe an der Hauptstraße leider schon alles vollgebaut. Ich muss also dann jetzt irgendwas abreißen. Finde ich nicht so geil. Dann... ins Wohngebiet ist auch doof. Da stehen auch Häuser. Ich würde es schon zum Industriegebiet irgendwie so lang hinsetzen. Ja, dann baue ich die jetzt hier hin. Direkt zum Bahnhof. Das ist doch dann auch in Ordnung. Also, ja. So. Na, aber an die Hauptstraße bitte, mein Freund. Na komm. Na, so. So, wie kann ich denn jetzt mein Gewerbegebiet noch zufriedener machen? Die werden nie zufrieden sein. Die nerven doch immer. Ich könnte noch der schiefe Turm von Pisa bauen. Den schiefen Turm von Pisa? Um mal grammatikalisch ein bisschen korrekt zu bleiben. Der kostet 280.000, kann ich mir gerade noch nicht leisten. Ja gut, solange es nicht das Brandenburger Tor für 500.000 ist, oder wie viel ist das? Das soll ich auch bauen, das wurde mir schon aufgetragen. Tatsächlich? Wer hat dir das denn aufgetragen? Ja.
Ein besorgter... Wow, guckt euch das an. Hier, Stufe 3, Stufe 3, bei beidem Stufe 3, ein Hochhaus. Schön. Ja, das sehe ich. Das ist schon fertig bei dir? Ich sehe bei dir 3 Hochhäuser. Wie viele hast du denn? Ich habe 1, 2, 3. Ja, dann sind wir gerade so mittelmäßig tatsächlich aktualisiert. Was geht hier ab? Du willst auch eine höhere... Siehst du denn auch schon das Atomkraftwerk? Warte, ich guck gleich nochmal. Ich habe gerade schon fast... Ich habe fast 15.000 Einwohner, also... Wo steht das denn? Das steht bei mir, ne? So Richtung meine Stadt. Ja, hier vorne im Vordergrund. Bisschen verpixelt, das gute Stück, aber es ist da. Ja, schön. Gut, dass da ein Atomkraftwerk steht. Danke, Nick. Das Gewerbe will öffentlichen Nahverkehr. Na, dann sollst du das doch den bekommen. Scheiße. Hier ist wieder das... Achso, ich habe auch nicht genug Strom. Na, ist ja super. Kann ich mir Strom von dir kaufen? Strom von mir einkaufen. Ich kaufe jetzt Strom von dir. Ich habe jetzt... Du hast 77 Megawatt verfügbar, da kaufe ich mir doch jetzt einfach mal ein bisschen was. Ja, ich habe bei mir habe ich sogar 150 Megawatt Überschuss. Ja, siehst du, dann wird das ja gehen. Also. So, Strom habe ich keine Probleme mehr, aber die Häuser brennen immer noch wie blöde. Die Feuerwehrautos kommen auch irgendwie nicht an. Aber ist bei der Brandbekämpfung, sagt mir das nette Häuschen. So, könnte mal mein Handelsdepot vielleicht für ein paar Prozessoren verkaufen? Überbewertet. Das wäre ganz nett. So, ich brauche mehr Kloaken. Wo? Da stellen wir die hin. So, sehr schön. Kloakenproblem auch gelöst. 14.200 Einwohner. Bürgermeisterhaus habe ich die ganze Zeit nicht gebaut, obwohl ich es bauen hätte können. Das machen wir doch auch gleich noch. Mit Strandblick. Schön. Hervorragend. Ja, meine Straße hier ist einwärts und auswärts komplett überfüllt. Meine Zufahrtsstraße. Ja, genau aus dem gleichen Grund, weil ich das auch befürchte, baue ich jetzt noch ein paar mehr Straßen aus. Na, das Problem ist halt, das ist die Autobahnzufahrt, da ist nicht mehr viel zu machen. Na, bei mir ist gerade nachts, da fährt keiner. So, jetzt sind sie alle so ein bisschen, aber verkauft doch mal Prozessoren, Jungs. Hast du gerade Geldprobleme oder wieso? Oder ist einfach das Lager voll? Nein, ich will jetzt große Investitionen machen und die Lager sind voll. Also meine Prozessorfabrik kann schon kaum noch was herstellen. Mm. Da sind schon 4.000 Kisten im Lager. Ja, das ist natürlich doof. Und das Handelsdepot ist... Ah, jetzt haben sie mal 100.000 Kisten 100.000? Verkauft. Nein, nur 100. Na, 100 oder 1.000? 1.000. Jetzt komm halt mal zur Sache. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt kann ich nämlich zumindest mein Straßennetz upgraden. Dann kann ich nämlich mal Straßenbahn bauen, wie angekündigt. Ja... Straßenbahnen haben ja den Vorteil, dass da auch die hohen Bevölkerungsschichten mitfahren, ne? Das war doch so. Genau, das vermute ich zumindest. Vermutest du? Also es wird zumindest nicht ausgeschlossen im Text und bei den anderen wird es immer ausgeschlossen. Ja. So. Aber das heißt ja nicht unbedingt immer. Nee, das Spiel hat ja auch sonst keine Fehler. So, ich habe jetzt mal die Brücken zumindest aufgerüstet, wenn auch nicht alle Straßen dazwischen zum Teil, damit da der Verkehr sich nicht immer so staut. Hier muss gerade irgendwas gebaut werden, oder? Weil sonst hätte ich nicht so wenig Einwohner, nur noch 12.000. Ich hatte eben schon 14.5. Aber eigentlich wird gerade 2 Häuschen werden nur gebaut. Und die sind nicht mal groß. Hm. Komisch. Da vielleicht stand davor was Großes an. Guckt euch das an hier. Zugstau. Ich habe hier 4 Züge hintereinander. Hm. Mann, ist hier was los. Und wie sieht das mit dem Verkehr aus? Wollen wir mal schauen. Züge, 139 Passagiere pro Tag. Ja, da bräuchte ich auch 4 volle 6-stufige Züge. Brauche ich dafür. Für 139. Oh, der hat nicht genug Strom. Ach, der hat keine Straßenanbindung. Habe ich den gleichen Fehler nochmal gemacht. Nochmal einen Bahnhof gebaut ohne Straßenanbindung. Mich gefragt, warum da nichts los ist. Hm. Dankeschön, meine Damen und Herren. Dankeschön. Wieso baut denn der das so komisch? Guckt euch das mal an. Jetzt ist hier ein Krater mitten in der Insel, weil ich da eine Straße hingebaut habe. Irgendwie hat er da die Höhenebene nicht so richtig kapiert, wie ich wollte. Hm. Geld schon wieder alle? Hätte ich's gerne. Mann, diese Hilfslinie nervt teilweise. Unfassbar, ey. Wieso kann... Ihr habt das gerade auch gesehen, oder? Wieso konnte ich das nicht bauen?
Hier war so ein ganz kleiner Höhenunterschied von, ich weiß nicht, halbe Autohöhe, also wie so ein halber Meter oder so. Und deswegen ging da nichts. Straßen konnten nicht verbinden. Sag mal, meinst du, ist es sinnvoll, dass wenn ich meine Hochschule abreiße, damit die Universität mehr Studenten kriegt? Die Universität hat ja, glaube ich, eine deutlich höhere Kapazität, oder? Also kannst du da ja, denke ich mal, nichts falsch machen zumindest. Boah, guckt euch das an, wie viel hier gerade gebaut wird. Jede Menge. Ich hoffe, die sind da nicht sauer hier. Die sind da nicht sauer, die freuen sich doch. Endlich nicht mehr zur Schule gehen, ich meine. War doch bei uns auch so, da haben wir uns auch gefreut. Soll ich dann mal ein Krankenhaus bauen? Ich habe gerade das Geld und, also großes, ein richtiges, ein fettes und dir was schicken. Wenn du magst, kannst du das gerne machen. Ja, also. Also, weil ich bin gerade komplett hier in Ausbauarbeiten inbegriffen. Gut, dann baue ich jetzt. Ich habe ja auch schon richtig Geld in die Hand genommen. Hat er Geld in die Hand genommen. Das ist ja schick. Dann baue ich jetzt mal hier direkt an die Autobahn das Krankenhaus. Dann kommen die nämlich auch schnell an, die Krankenwagen. Das kann man ja ausbauen. Meine Fresse. Notfallzentrum. So überleben. Doppelt so lang. Aha. Ja, besonders gut ist beim Krankenhaus diese Wellnesswagen. Ja, erstmal baue ich hier auf jeden Fall ein Schild. So. Weil die sorgen nämlich für gegen Verschmutzungen. Wellnesszentrum muss ich da bauen, ne? Schickt einen Wellnesswagen zu den Wohnhäusern. Das ist natürlich geil, das baue ich direkt. Aber mich kotzt an, dass ich noch nicht die Kläranlage bauen kann. Ich habe auch noch keine 15.000 Einwohner. Es kann. Ach so, ich dachte, du hattest es kann sich nur. Nee, ich hatte 14.500 und dann haben die wieder Häuser ausgebaut und dann war das wieder gelaufen. Na gut, ich habe gleich 30.000, dann musst du es nicht mehr machen. Auch schön. Aber irgendwas muss ich ja auch noch bauen bei der nächsten Stufe. So, dann kannst du was aussuchen. So, ich schick dir jetzt. Wo bist du? Bamberg. Ich gebe jetzt meiner Stadt, glaube ich, langsam mal einen Namen, weil. So, ich schicke jetzt mal hier die 8 Krankenwagen zu dir. Und Feuerwehr, meine 2 Feuerwehrautos. Müllwagen habe ich noch nicht. Gut. Und mein Handelsdepot kommt überhaupt nicht hinterher. Ich baue jetzt einfach noch ein zweites. Mach das mal. Das nervt mich ja so tierisch. Mach das mal. So, ich gebe jetzt meiner Stadt mal einen schönen Namen. Und zwar nehme ich da mal. Also ich habe ja so viel Öl jetzt doch, deswegen nenne ich es dann jetzt doch mal BlackRock, so wie ich das ursprünglich schon mal vorhatte. Ah. Und weil es aber so ein bisschen Capital City auch sein soll, sprich Glücksspiel, später nenne ich es einfach BlackRock City. Und dann haben wir da nämlich auch eine schöne Kombination. Es ist so eine alte Bergbaustadt, so, um mal die Historie klar zu machen, also, so ein bisschen Dallas-mäßig oder sowas, was sich aber im Laufe des Strukturwandels um Ende des 20. Jahrhunderts dann hin zu einer Touristen- und Glücksspielmetropole gewandelt hat, um noch über die Runden zu kommen, wo das Öl langsam weniger wurde. Ihr versteht schon. So. Ja, ganz klar, ne? Ganz klar. Muss man ja alles in Account ziehen. Ne? So, hier ist leider schade das Limit erreicht. Blöd. Das heißt, ich kann keine zusätzlichen Öllager mehr im Handelsdepot bauen. Das finde ich nicht so gut. Ich bin ja bei mir hier auch so ein bisschen. Die müssen unbedingt mal ein paar Prozessoren verkaufen. Ich bin hier so ein bisschen sauer. Sauer sollst du natürlich nicht sein. Weil ich habe hier zigtausend Tonnen Prozessoren. Ja. In meinen Lagern und nichts davon geht auf den Weltmarkt. Das bringt dir natürlich nicht besonders viel Geld dann. Richtig. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen die Industrie ausbauen. Ich habe schon wieder Probleme beim Wasser. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wie viele von diesen blöden Türmen soll ich denn bauen? Ich habe schon 3 nebeneinander stehen hier. Ja, ich weiß. Frag mal, wie viel Wassertürme ich habe. Das sieht so lustig aus bei mir. Ich werde mir das ja nachher angucken. Die komplette eine Ecke ist mit Wassertürmen gepflastert. Ach du liebe Güte. Wie gesagt, 16 Stück stehen da. Und ich kann ja mal kurz auf meine Wasserstatistik gucken. Ich habe, ich produziere 150 Kiloliter. Kiloliter. Ja, hört sich super an, ne? Kubikliter. Nee, was sind denn Kiloliter? 1000 Liter halt. Also 150.000 Liter. Das klingt eher nach einem Wert. Das kann man eher so sagen dann auch. Ja. So, 280.000. Jetzt kann ich hier mal die Rest ausbauen. Die Straßen oder was? Genau. So, jetzt können wir hier auch ein bisschen mehr Industrie sich entwickeln. Ist schon wieder Nacht. Unglaublich, wie schnell das hier geht. Gucken wir mal. Also es sieht schon sonderlich schön, wird meine Stadt nicht. Ich mache jetzt auch alles zu Straßenbahn, Hauptstraßen. Aber darum geht's ja nicht. Darum geht es nicht, zumindest bei dir nicht. Wie kann ich die Gebäudedichte erhöhen? Will mir das Spiel erklären. Ich glaube, ich kriege das auch alleine hin, aber
Vielleicht solltest du das Tutorial auch einfach mal durchlesen. Nein. Überbewertet. Dann lernst du vielleicht noch was. Ich doch nicht. Sagte er und versagte kläglich. Nee, ich baue jetzt hier noch ein paar Parks und sorge für mehr Jobs und dann wird das schon von ganz von alleine gehen. So, habe ich noch irgendwo was übersehen? Ach, da hinten noch ein Stück. Ja, Mist. So, ich glaube, jetzt ist quasi jede Straße ausgebaut. Seht ihr, so wachsen die Häuschen von ganz alleine. Braucht man sich keine dummen Tutorials angucken. Schick. Dann baue ich mal ein Straßenbahndepot. Wo bauen wir das hin? Wo ist noch ein bisschen Platz über? Oh, ich habe ein Einkaufszentrum. Die Oase. Ist ja nett. Ja, ist jetzt nicht so hübsch, aber gut. Hat ja auch keiner behauptet, dass es immer alles hübsch sein muss. Also vor allen Dingen, du hast genau das Gegenteil behauptet. So. Wow, 441 Passagiere am Tag hat meine einer Bahnstation schon. Das läuft ja ganz gut. 1500 Passagiere am Tag befördert mein öffentliches Transportsystem. Und 13 Minuten nur Wartezeit, Nick. Ah, nimm dir mal ein Beispiel dran. 13 Minuten. Ja, ich werde dir gleich sagen, wo ich stehe, wenn ich hier alles ausgebaut habe. Drei meiner, ich sag mal vier bewohnten Flecken verbunden mit Bahnhöfen. Also ich habe drei Bahnhöfe an drei Stellen. Einen in meinem Hauptwohngebiet, einen auf einer völlig leeren Insel, wo man sich sehr doll fragt, wer da hinfährt. Und einen mitten im Industriegebiet. Also eigentlich sollten nur der erste und der letzte irgendwie benutzt werden. Aber der mittlere ist auch voll mit Passagieren bis oben hin. 700 am Tag. Komisch, aber egal. Da weiß ich zum Beispiel auch noch gar nicht, was ich da hinbauen soll. Vielleicht überlege ich mir das ja in der nächsten Folge, um mal eine Abmoderation zu übertreiben jetzt gerade. Was meinst du dazu? Ja, mach das. Willst du jetzt schon? Ich wollte noch die Straßenbahn kurz zu Ende machen. Haben wir noch drei Minuten? Ja, du. Ich bin halt der Böse, ne? Ich wollte die Folge jetzt beenden. Ich möchte gerne noch drei Minuten hier. Hattest du mir jetzt eigentlich Geld geschickt gehabt oder ist das alles von meinen Prozessoren? Wieso soll ich dir Geld schicken? Nee, ich dachte, weil du ich schick dir doch Geldnot kein Geld. War, Hallo? Hast du mir jetzt einfach mal freundlicherweise einen kleinen Notgroschen geschickt. Nee, weil ich jetzt nämlich 380.000 habe. Ivo, dort. Ich schick dir doch kein Geld. So, Straßenbahn stehen alle. Also, jetzt muss ich nur noch mehr Straßenbahn anbauen und ein Schild bauen und dann können wir zur Pause übergehen. Ja, bevor wir das machen, ich muss jetzt hier mal ein bisschen an meinem Handelsdepot, ich baue jetzt kein zweites, so wie du, aber mir geht das jetzt gerade ein bisschen auf die Nerven, dass die das Öl nicht, also dass das Öl immer voll ist, weil mit dem Öl verdiene ich deutlich mehr Geld, glaube ich, als mit den Steuereinnahmen von der Industrie. Da baue ich jetzt lieber noch ein Öllager mehr und reiße ein so ein Industrielager ab. So. Oh, Müllhalden sind voll. Das ist gut. Es geht jetzt hier aber richtig zackig ran hier bei mir. Außerdem will ich jetzt endlich mal hier die zweite Stufe erreichen beim Rohöl, bei der Rohölzentrale. Aber auch das werde ich erst nächste Folge schaffen, denke ich. Genau, alles nächste Folge. Na? Wir sehen uns wieder. Tschüssi. Ciao.